Hi Freunde, willkommen zurück hier bei Seasons After Fall. In der letzten Folge hatten wir uns das letzte Fragment angeeignet und irgendwas ist bei dem Ritual schiefgelaufen. Weder die Stimme, die uns die ganze Zeit geleitet hat, wurde befreit, noch hat unser Fuchs die ganze Sache überlebt. Und jetzt wollen wir herausfinden, indem wir zu den Hütern gehen, was denn überhaupt Fakt ist bei der ganzen Geschichte hier. Denn irgendwas stimmte hier ganz und gar nicht. Denn so wütend wie die Stimme geworden ist, hat die hundertprozentig was im Schilde geführt und uns nur ausgenutzt. Und jetzt, jetzt schwören wir Rache. Nein, jetzt keine Ahnung, was jetzt passiert. Jetzt quatschen wir mit den Hütern, hoffentlich. So vor, als hätte ich eine Ewigkeit geschlafen. Aber dieser Geruch. Wer hat ein Tier in unseren Wald gelassen? Ein Fuchs? Ja, ich erinnere mich an einen Fuchs. Was könnte ein Fuchs hier wollen? Es ist ziemlich gefährlich für ein Tier wie ihn, in diesen Wald zu kommen. Und er wird es nicht leicht haben, hier etwas Essbares zu finden. Sag mal, bin ich blöd oder ist das die Synchronstimme vom blutigen Baron aus Witcher 3? Ich kann mich auch komplett irren und die klingen einfach nur irre ähnlich, aber... Junge, was ist denn das? Sommer? Ach, okay. Die waren schon richtig. Ich bin nur komplett doof. Wie gesagt, sowas darf man nie ausschließen. Aber jetzt will ich auch mal gucken, ob wir da oben die Blumen noch auslösen können. Wenn wir schon dabei sind, also warum auch nicht, ne? Was ist das? Da oben leuchtet es jetzt, ne? Keine Ahnung. Da kommen wir noch nicht hin. Vielleicht kriegen wir noch irgendeine Kraft, die wir brauchen. Aber bisher sind wir dazu nicht in der Lage. Na gut. Dann wollen wir mal über die Bucht huschen, um zum blutigen Baron zu gelangen. Der du hier überall herumläufst und hüpfst. Ja, du. Wer bist du? Eine Knospe? Du? Dass ich nicht lache. Wer hat dir die Idee in den Kopf gesetzt? Selbst wenn du so aussiehst, ein Fuchs bist du jedenfalls nicht. Warte mal. Ich kenne eine Knospe, ja. Aber ich spüre ihre Präsenz nicht. Irgendetwas stimmt nicht in diesem Wald. Wieso sind die anderen Hüter eingeschlafen? Du scheinst darüber mehr zu wissen als ich, Fuchs. Wenn du so schlau bist, wie du aussiehst, dann hilf mir doch, das alles zu verstehen. Vielleicht bist du schon an einem dieser riesigen Steine vorbeigekommen, die über den ganzen Wald verstreut sind. Wenn du mir helfen willst, so begib dich zu einem von ihnen. Ich werde dir anschließend erklären, wie du dich nützlich machen kannst. Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt unseren Auftrag. Wir müssen zu den Steinen gehen und wahrscheinlich ihn dann von Wurzeln befreien. Ja, mach schon. Manu, ich vermisse unseren Fuchs. Der arme Fuchs.
Wald der Vorfahren. Gibt es denn hier? Nein. Gut zu wissen. Hüpf und hüpfe und hüpfe und weiter geht's. Wenig, das ist nur der Rückweg. Aber das bringt uns was. Oder auch nicht. Aber irgendwo hier muss ein Pilz sein. Da! Du bist es, Herr Pilz. Dich brauchen wir, glaube ich. Denn du führst uns in neue Bereiche. Auf geht's. Zeit. Frühling? Sommer? Sommer. Okay, keine Ahnung. Wahrscheinlich müssen wir das erst gleich machen, wenn wir bei den Steinen waren. Ja, ist okay. Ja, wir brauchen erstmal das hier. Wenn wir nicht über die Bäume hüpfen, dann ja. Ist in Ordnung. Ist das? Keine Ahnung. Okay. Mr. Pilz, wir gehen erstmal hier rüber. Ich lasse dich erstmal da drinnen. Bleib erstmal hier drinnen. Oder ich nehme dich einfach mit. Ich kann dich auch einfach mitnehmen. Was bringt uns das? Aber was geht hier nur vor? Wer hat das getan? Die Steine des Windes wurden mit Siegeln versehen. Wir müssen die Siegel unbedingt brechen, denn sie halten die Winde gefangen. Ich würde es gerne selbst tun, aber ich bin noch zu schwach. Dieser Stein beherbergt den kältesten und stärksten der vier Winde, den Blizzard. Lianen umschließen den Stein und hindern ihn am Atmen. Ich bitte dich, Fuchs, finde einen Weg, den Stein zu befreien. Okay, ich gebe mein Bestes. Aber ich bin doch wirklich nicht blöd, das ist doch der Synchronsprecher. Oder? Also doch, ich bin blöd, aber bei sowas höre ich das normalerweise raus. So, na, nicht Frühling, das war das Falsche. Das hier wollte ich. Oh. Das hat die Qualle. Das Ding die Qualle gefressen. Sehr gut. Herbst? Dafür sind die Pilze. Ich habe mich schon gefragt. Was ihr mitgekriegt habt, weil das keine 2 Minuten her ist. Okay, daneben ist auch vorbei. Das hier auch nochmal. Gut, sind wir durch? Ja. Ranke 1 müsste gleich weggehen. Fehlen noch 2. Und dafür müssen wir erstmal Quallen finden. Also, wo bekommen wir die Quallen her? Da bekommen wir eine Qualle her. Oder auch nicht. Was war das? Was haben wir da geöffnet? Hallo? Ah!
Mensch. Guck an. Hier ist eine Qualle. So, komm mit, Herr Qualle. Bist du da? Nee, anscheinend nicht. Herr Qualle. Herr Qualle, komm her. Genau. Schön hinterherkommen. Das ist die brave Qualle. Ja. Hm, brave Qualle, komm mit. Genau hierhin sollst du. Guten Appetit. Und eins. Und zwei. Tschüss, Mr. Wurzel. Ah, und jetzt sind wir hier oben. Was haben wir hier? Pilze. Hä, wofür denn hier Pilze? Wofür braucht man hier Pilze? Frage ich mich. Pilze? Man braucht doch hier keine Pilze. Nö, eigentlich nicht. Die einzigen Pilze, die man braucht, hat, haben wir ja schon reingebracht. Na gut, zur Not wissen wir, da gibt's Pilze. Gut, müssen wir einfach erstmal dieser Liane noch folgen und eine neue Qualle finden. Außerdem, die hat man jetzt schon. Da unten geht die Liane noch weiter. Da gibt es neue Pilze. Da geht die Liane rein. Komm, nein, Pilz, Mr. Pilz, Mr. Pilz. Ach doch, muss doch dahin. Okay, das hätte ich nicht gedacht. War wahrscheinlich nur, ja, ja, um da an die Knospe zu kommen. Genau, dafür ist das Teil. Aber wahrscheinlich noch hier rüber. Da ist die Knospe. Brauchen wir nur noch die Qualle. Und da ist sie auch. Hey, Qualle. Oder auch keine Qualle. Vielleicht auch wieder nur ein Energiestrudel, der uns zu einer Qualle führt. Na schön, dann eben das. Ja, das hier. Hast du? Dankeschön. Und hinauf. Da ist es. Hallo. Qualle. Eine Fresse. Was ein Wasserfall. Hallo? Qualle? Hm? Was ist das? Hast du mir wirklich nichts zu sagen? Nein, wieso? Was habe ich nun schon wieder angestellt? Wie erklärst du dir, dass sich ein Hirsch in den Schacht hinein verirrt hat? Und wie hat's ein Lachs geschafft, ganz allein eine Kiefer hinaufzuklettern? Und was macht diese Qualle im Wasser? Hat es was mit der Evolution der Arten zu tun? Tja, das wird es wohl sein. Okay, ich wollte nur ein wenig Spaß haben. Das ist alles. Wie oft muss ich es dir denn noch sagen? So springt man nicht mit Tieren um. Man zwingt sie nicht zu irgendwelchen Kunststückchen.
aber mir war langweilig. In diesem Wald kann man nicht viel mehr tun, als zu warten. Nein, nicht warten sollst du. Du sollst beobachten, zuhören und dazulernen. Ich weiß, aber das ist so schwierig. Es tut mir leid. Ich will keine Entschuldigungen von dir hören. Ich will einfach nur, dass du die Bedeutung eines Lebens erkennst. Man übernimmt ein Tier nur dann, wenn es wirklich nötig ist. Wenn es sich in Gefahr befindet oder das Heiligtum es braucht, zum Beispiel. Während ich darauf warte, dass du das begreifst, schrecke ich die Tiere davon ab, sich unserem Wald zu nähern. Ah ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Was ist das hier? Warum leuchtet es hier so? Ich habe keine Ahnung. Schön, dass wir hier sind, aber was bringt uns das? Und dieses Leuchten hier. Ahnung. Das ist wieder ein ganz normaler Wasserfall. Okay. Aber wo ist die Qualle? Ich bin eigentlich schon auf der Suche nach der Qualle gewesen. Wir kriegen hier eine komplette Geschichte mit. Da, beim Bären ist die Qualle. Fuchs. Was machst du hier? Mach dir keine Sorgen um mich oder die anderen Hüter. Los, los! Es gibt so viele Dinge zu erledigen. Der telepathische Bär. So, komm, Mr. Qualle. Ich hab dich gefunden. Dann wollen wir jetzt. Auf geht's. Hä? Und hopp. So, Herr Qualle. Sommer. Guten Appetit. So, da ist die erste. Ja, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Zu spät. Also eigentlich zu früh. Nummer 4. Keine Ahnung, wo Nummer 4 hingeht. Da ist Nummer 4. Nummer 5 ist irgendwo da drüben. Nummer 5. Ah, okay. Jetzt sind wir hier oben. Ich würde gerne noch so eine Geschichte finden. Nummer 6. Und das war's. Der Stein ist befreit. Wind kann erneut wehen. Er wird dich zur Knospe führen. Lass dich tragen, Fuchs.
Was? Was passiert denn jetzt ab? Ja gut, ich würde sagen, das, was hier abgeht, das finden wir dann wohl in der nächsten Folge raus. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Bis zur nächsten Folge, Freunde. Tschüss.